Das ist so mal. Na, so bin ich dann zu Leo gekommen. Ja. Jetzt kann ich euch erzählen, warum ich diese Videos überhaupt aufgenommen habe. Nämlich dieses Jahr fällt mein Geburtstag komplett ungeschickt. Es ist so, dass eine der Sachen, die über Traumaschübe ausgelöst haben, waren knallende, laute Geräusche wie Feuerwerk. Und ein Tag vor meinem Geburtstag gibt es ein Feuerwerk bei uns in der Gegend. Und ich muss zugeben, ich habe furchtbare Angst, unglaublich furchtbare Angst davor, dass was da alles passieren wird und vor allem vor dem, was da kommt, weil das bestenfalls ist es der Traumaschub und das war's. Schlimmstenfalls ist ein Traumaschub und ein Overload obendrauf. Und ja, deswegen mache ich mir seit Stunden Gedanken, wie ich das machen soll, was ich machen soll. Was die beste Entscheidung ist. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz hier die Tür aufmachen, damit meine Mutter nicht mir das Glück des Lebens zermatscht. Ma? Okay, gute Nachricht, sie ist doch noch nicht unterwegs. Ja, auf jeden Fall mache ich mir jetzt seit Stunden Gedanken, wie ich es am besten mache. Ich versuche Pläne zu schmieden und alles, aber. Jetzt gerade Stand der Dinge ist, am liebsten will ich einfach mich nur unter einer Decke verkriechen oder in eine Höhle. Mein Papa sagt schon, wenn es hart auf hart kommt, dann fährt er mit mir zu meinen Großeltern, die sind weiter weg und da merke ich es dann, da ist dann leiser. Meine Mom hat auch schon den Vorschlag gemacht, ich soll doch einfach die Tage davor Beruhigungstabletten nehmen oder eben, ja, irgendwie so in der Art. Meine Oma sagt, versuch's doch mit Ovopack, mit Ohrendingern, wo ich dann sage, habe ich schon probiert alles, aber es hilft halt nichts. Und ja, ich weiß persönlich gesagt noch keinen Weg, wie ich da rauskomme. Und deswegen bin ich auch die ganzen Videos so emotional gewesen, weil meine Mutter sagt, ich kriege wahrscheinlich bald meine Periode. Das macht mich eh noch schon gefühlsduselig. Und dann auch noch diese Sorge, die jetzt da gerade in mir drin aufkeimt. Und das alles zusammen, das, ja. Ist halt echt viel. Ich hoffe einfach das Beste und versuche aus dem Tag zu machen, was dann kommen wird. Aber für mich ist mein Geburtstag aufgrund dieser ganzen Traumageschichten schon immer einer dieser furchtbar ungemochten Tage gewesen. Und ja. Entschuldigt, aber bei mir im Hintergrund raschelt es gerade total. Ich frage mich gerade, was das ist, weil es ist nicht Leo. Der sitzt nämlich da, guckt gerade ganz groß. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir im Moment am allermeisten, dass einfach gar nichts passiert. Dass ich Glück habe und dass vielleicht weder das eine noch das andere eintrifft. Gut, jetzt muss ich die Tür aber aufmachen, weil, Vorsicht, die Kamera läuft noch und Leo rennt. Also, wenn ich, warte mal. Jetzt müsste ich dein Gesicht. Ja, gut, kannst du reinkommen. Ja. Nee, nee, der rennt da, der hat sich ins Bad reingewurmelt. Ja. Der hat sich barrikadiert. Ja. Auf jeden Fall, mein Wunsch im Moment, wenn ich einen haben dürfte für meinen Geburtstag, ist folgender. Wenn es passiert mit dem Traumaschub oder mit dem Overload, ist es halt so. Kann ich nichts machen. Aber für den Tag an sich wünsche ich mir einfach ein bisschen regnerisches Wetter, ein bisschen Zeit mit meinem Papa, ein bisschen Zeit mit meinen Geschwistern. Ja. Und ein gutes Abendessen. Mehr will ich nicht. Das reicht mir völlig. Und vielleicht noch ein Sims-Spiel, womit ich mich die ganze Zeit beschäftigen kann. Es kommt ja am 21. Juni erst eins raus und da bin ich total gespannt. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es trotz allem eine schöne Zeit werden kann. Und ja, ich würde sagen, mehr kann ich euch nicht erzählen, weil mein Hase gleich in die Badewanne springt. Nein, doch nicht. Er hat sich nochmal umentschieden. Ja, wir sehen uns gleich beim allerletzten Video. Das ist dann meine Verabschiedung. Und dann haben wir es. Dann sind wir tatsächlich so weit, dass ihr wenigstens.